Schönen guten Morgen, Frau Schons. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, für ein kleines Interview im Rahmen der Reihe Perspektivwechsel zur Verfügung zu stehen. Sie sind Abteilungsleitung der Schulsozialarbeit für die Stadt Singen. Sind Sie so nett und fangen vielleicht kurz damit an zu erzählen, erstmal so ein bisschen was über sich persönlich. Was haben Sie für einen Background und wie sind Sie in diese Position gekommen? Guten Morgen, Herr Bottke. Ich freue mich wirklich, dass Sie mich eingeladen haben zu diesem Gespräch. Ich bin vom Beruf her Diplompädagogin und arbeite seit 2001 bei der Stadt Singen. Also ich habe angefangen im Jugendhaus, in der offenen Jugendarbeit. Und als dann die Schulsozialarbeit in Singen immer weiter ausgebreitet wurde, immer größer wurde, bin ich 2005 an die Beethoven-Schule als Schulsozialarbeiterin gewechselt. Und im Zuge von Geldern, die geflossen sind, sowohl vom Land, aber auch vom Kreis Konstanz, konnte die Schulsozialarbeit immer weiter ausgebaut werden. Und ich bin in dem Zusammenhang 2009 ans Hegau-Gymnasium gewechselt und habe dann gleichzeitig die Sachgebietsleitung übernommen. Also ich habe eine 100%-Stelle. Diese 100%-Stelle gliedert sich in 40% Basisarbeit, also Arbeit in der Schule mit den Schülern, mit den Lehrern und Eltern. Und die 60% stehen mir zur Verfügung, für die Leitung des großen Teams der Schulsozialarbeit in Singen. Genau. Okay, sehr spannend. Auch nochmal aus eigener Perspektive. Ich habe ja auch schon ein paar Mal mit der Schulsozialarbeit zusammenarbeiten dürfen und auch schon ein paar Mal mit Kindern arbeiten dürfen. Ich finde es toll, dass die Schulsozialarbeit mehr Platz bekommt und mehr Raum bekommt, um doch eine sehr, sehr wertvolle Arbeit durchzuführen. Und habe das bei meinen Kindern auch ein paar Mal schon genossen, mit Schulsozialarbeitern sprechen zu dürfen. Wie stelle ich mir Ihren Arbeitsalltag vor? Also sind Sie primär mit administrativen Dingen beschäftigt, mit organisatorischen Dingen beschäftigt? Wie sieht sowas Also aus? mein Arbeitsalltag im Speziellen mit dieser Doppelung der Stelle oder mit diesen zwei Funktionen in einer Stelle, das ist wirklich völlig unterschiedlich. Ich habe Zeiten, da bin ich sehr präsent in den schulischen Angelegenheiten. Also da arbeite ich mit Einzelnen, da arbeite ich mit Klassen, da bin ich in der Beratung der Lehrer sehr, sehr intensiv mit drin. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo der Fokus auf dem Team liegt. Was braucht das Team? Was brauchen meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, damit sie gut sich aufgehoben fühlen, damit sie fachlich und inhaltlich fit sind? Also das kommt immer auf diese Situation an, in der wir uns gerade befinden und was der Bedarf auch an der Schule ist. Okay, verstehe. Jetzt würde ich natürlich gerne auch auf das Thema Corona zu sprechen kommen, wenn es recht ist. Wir haben jetzt aktuell heute in den Medien ist gesagt worden, der Lockdown wird verlängert bis zum 14. Februar. Was bedeutet das jetzt konkret für Ihre Arbeit, für die Schulsozialarbeit im Generellen und inwieweit hat sich Ihre Arbeit jetzt die letzten Wochen und Monate verändert, wenn ich? Ja, also die Arbeit der Schulsozialarbeit hat sich wirklich sehr stark verändert, weil wir in den Jahren, in denen die Schulsozialarbeit so ausgebaut wurde und allen Schulformen, allen Schularten eine Präsenz da war, eine fachliche Präsenz, haben wir versucht, so eine Präventionskette aufzubauen für ein Schuljahr. Wir beginnen quasi in der ersten Klasse, in den Grundschulen schon mit Angeboten, mit Kooperationspartnern und das bauen wir auf bis in die weiterführenden Schulen. Und durch Corona sind uns diese Möglichkeiten jetzt einfach weggefallen. Wir haben nicht die Möglichkeit, mit Klassen so zu arbeiten wie in den vergangenen Schuljahren. Und gleichzeitig sehen wir aber einen Bedarf. Also wir sehen, dass Schülern was verloren gegangen ist, wenn es um das soziale Miteinander geht. Wir haben versucht, da was zu etablieren in den Klassen, aber gleichzeitig durch diese Brüche können wir immer wieder von vorne anfangen. Und was jetzt die Arbeit der Schulsozialarbeit ganz spezifisch jetzt in dieser Corona-Zeit anbelangt, ist unser Fokus darauf, dass wir Zugang finden. Zugang zu den Eltern, Zugang zu den Schülern, aber auch in guter Kommunikation mit den Lehrern und Lehrerinnen sind. Also
die Systeme, die Familiensysteme sind per Verordnung zu. Und wir müssen versuchen, über verschiedene Kanäle, von der aufsuchenden Schulsozialarbeit bis hin über Kommunikationsplattform eine gute Beziehung und Verbindung herzustellen. Und wir müssen auch überlegen, welche Methoden brauchen wir, um dem gerecht zu werden, was da gerade ist. Oder wie gehen wir an bestimmte Themen heran? Das Thema häusliche Gewalt, ja. Das Thema neue Medien, dass Schüler und Schülerinnen stundenlang, tagelang nur noch mit ihren neuen Medien, also mit Handys, mit Tablets beschäftigt sind. Das sind Dinge, die uns wirklich sehr beschäftigen. Und wir sehen auch, in diesen Notgruppen, die an den Schulen ja auch schon stattfinden, welche Auswirkungen das auf Schüler und Schülerinnen hat. Es wird auch offen formuliert von den Schülern. Genau, also es hat sich verändert. Wir können nicht mehr nach Plan B arbeiten. Also das, was wir jahrelang gemacht haben und angepasst haben, ist jetzt einfach nicht mehr möglich. Wir müssen genau hinschauen. Wir müssen uns nochmals fachlich aufstellen, damit wir das Gefühl haben, wir sind wirksam. Vielen Dank für diese offenen Worte. Da bin ich komplett bei Ihnen, auch was die neuen Medien angeht. Und vielleicht haben Sie ja noch ein paar Tipps auf Lager. Also als Beispiel, ich habe das Glück, in Anführungszeichen momentan viel von zu Hause arbeiten zu können. Das heißt, ich kann mich mit um meine Kinder kümmern, merke aber natürlich auch, dass wenn jetzt ein Punkt ankommt, wo ich sage, die nächsten Stunden muss ich einfach arbeiten oder ich bin in irgendwelchen Konferenzen mit drin, dass auch meine Kinder natürlich sagen, hey, also man guckt, ne, hast du die Schulaufgaben gemacht und hast du die Aufgaben erledigt und dann ist tatsächlich dieser Griff auch zu sagen, darf ich was spielen oder andere Sachen machen, der ist natürlich nahe und man ist als Elternteil da auch mal versucht zu sagen, oh, die nächsten 3 Stunden brauche ich eigentlich Ruhe. Und auch wenn man vorher 2-mal gefragt hat, hey, willst du in den Garten gehen und Fußball spielen oder bist auf dem Spielplatz fallen, ist es, finde ich, so ein kleines bisschen auch eine Falle. Haben Sie da vielleicht ein paar Tipps oder eine Idee für Eltern, wie man mit dieser speziellen Situation besser umgehen kann? Oh, Herr Bottke, das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Frage, weil ja auch der Umgang mit den neuen Medien auch quasi per Verordnung jetzt nahegelegt wird. Den Schülern und Schülerinnen wird gesagt, wir möchten euch präsent sehen, ihr sollt euch einloggen in Videokonferenzen, ladet eure Sachen über den Laptop runter, eure Schulangelegenheiten und die Kommunikation findet ja auch nur über Handys, über Tablets und so weiter statt. Auch das ist ja verordnet, weil man sagt, man darf sich nicht mehr treffen. Von daher ist es ganz, ganz schwierig, da eine Empfehlung auszusprechen. Und ich weiß auch aus meiner Erfahrung, ich habe 2 in der Zwischenzeit erwachsene Söhne. Und wenn ich zurückdenke, wenn meine Söhne 15, 16 in dieser Situation gewesen wären, ich wäre hilflos gewesen. Von daher ist so mein Tipp an die Eltern, wirklich genau hinzuschauen. Und was uns immer wieder antreibt, sind so die Gefahren im Internet. Also, dass man wirklich ins Gespräch geht und schaut, was macht mein Kind über WhatsApp? Geht es da schon in die Richtung Beleidigungen? Wie wird kommuniziert? Da haben die Eltern durchaus die Möglichkeit, auch dazwischen zu gehen und zu sagen, du bist mein Kind, du bist noch nicht 18, ich habe das Recht, auf dein Handy zu schauen und das zu kontrollieren. Und dieses Recht sollten sich Eltern auch rausnehmen. Genau, schwierige Zeit, Herr Bottke. Also ich bin froh, dass meine Söhne erwachsen sind, sage ich ganz ehrlich. Auch das ein sehr interessanter Hinweis, zu sagen, das war mir so gar nicht bewusst, bis Sie es gerade eben gesagt haben. Na klar, aktuell ist es so, es heißt, es wird verordnet, ihr müsst über die Medien kommunizieren. Ich finde auch, dass mein Sohn ist ja auch auf dem Hegau-Gymnasium und ich finde, die Organisation ist, also sucht seinesgleichen im positiven Sinn. Es ist Wahnsinn, wie alles organisiert ist und wie alles aufgestellt ist. Aber klar, das Leben wird jetzt bestimmt durch EduPage und durch Moodle und habe ich Anwesenheit geklickt und bin ich in der Konferenz und mache was. Und damit wird natürlich diese ganze Geschichte auch so ein kleines bisschen legitimiert.
Und den anderen Punkt, den Sie angesprochen haben, dafür bin ich Ihnen auch dankbar, weil man natürlich manchmal so ein bisschen mit einem schlechten Gewissen kämpft. Ne? Gucke ich jetzt, was die Kinder da machen? Gucke ich mir eine Nachricht an? Aber klar, Sie haben recht, die Gefahren sind da, gerade was so Chatgeschichten angeht. Da kann es natürlich auch mal richtig zur Sache gehen. Und da einfach zu sagen, hey, lass mich bitte raufgucken im Sinne von, ich schütze dich und möchte da rüberschauen. Was mir auch noch am Herzen liegt, ist, wie gibt es irgendwas, wenn jetzt sozial Schwächere im Sinne von, Kinder sind alleine zu Hause, weil die Eltern arbeiten gehen müssen oder die Kinder haben kein eigenes Zimmer oder die Kinder haben keinen eigenen Computer, sie haben keine Webcam, sie haben keine Möglichkeit, in Ruhe was zu machen. Ich hatte darüber mal ein kurzes Gespräch mit dem Schulpräsidenten Hecht und der auch meinte, ja, das ist seiner Meinung nach auch das, ne, wo der Fokus drauf liegt, dass die Schülerinnen und Schüler, die sehr gut sind in der Schule, die können damit tendenziell eher sehr gut umgehen. Aber wenn jetzt solche Voraussetzungen herrschen oder sie vielleicht auch in der Schule sowieso nicht ganz so gut mitgekommen sind, dass die Kinder halt tendenziell so ein bisschen durchs Raster fallen können. Was ist Ihre Meinung dazu? Ja, sehe ich auch so, dass wir einen sehr guten Blick an allen Schulformen, auch am Gymnasium, auf die Schüler haben sollten, von denen wir keinerlei Rückmeldung bekommen, beziehungsweise wo der Zugang sehr, sehr schwierig ist. Und wenn ich mir das Heger-Gymnasium anschaue, da ist es so, dass die Schüler und Schülerinnen müssen sich bei Lehrern melden. Die Lehrer haben angerufen in den ersten 3 Tagen des Lockdowns. Die Lehrer geben der Schulleitung Rückmeldung, erreicht oder nicht erreicht. Dann gehen sie ins Gespräch mit Schulsozialarbeit und überlegen, wie schaffen wir einen Zugang und sind es unter Umständen Schüler und Schülerinnen, die wir in der Notgruppe betreuen. Und diese Notgruppe ist Gott sei Dank jetzt in diesem Lockdown ein bisschen flexibler gehandhabt. Also im ersten Lockdown war es ja wirklich ganz streng mit ganz vielen Bescheinigungen. Der Arbeitgeber haben die Eltern die Möglichkeit gehabt, ihr Kind in die Notgruppe zu stecken. Jetzt ist es ein bisschen anders und ich finde es auch gut so. Und da sind wir auch im sehr engen Austausch mit den Lehrern und mit der Schulleitung. Und es ist auch so, dass Schulsozialarbeit dann auch die Familien aufsucht. Also ich stand diese Woche auch vor der Tür einer Schülerin und habe darum gebeten, dass sie in die Notgruppe kommt, damit sie dort ihre Hausaufgaben, damit sie dort ihr Schulisches erledigen kann, weil klar war, die technischen Voraussetzungen sind nicht da. Die Schulen haben auch die Möglichkeit, Equipment auszuleihen, also Laptops auszuleihen. Also das wird auch in Anspruch genommen. Aber gleichzeitig brauchen die Eltern auch einen Wegweiser dafür, wenn ich es mal so nennen darf. Also sie brauchen den Hinweis, du kannst, du darfst, schick dein Kind, wir kümmern uns drum. Also man braucht viel Flexibilität und man braucht auch ein gutes Auge auf die Schüler, um die es gehen könnte. Und das hat sich entwickelt, also da hat man sich auch stark gemacht oder hat sich was überlegt, Ideen entwickelt und es läuft gut. Und gleichzeitig können wir alle nicht sagen, wir erreichen alle. Das können wir nicht. Wir müssen dann, wenn die Schüler wieder an die Schule kommen, unseren Fokus nochmal ausrichten und sehen, wo gibt es einen besonderen Bedarf? Wo sind die psychosozialen Problemlagen, die wir aufarbeiten sollten? Also auch aus unserem Auftrag heraus. Dann sind wir wieder gefragt. Im Moment geht es wirklich so, in gute Absprache zu gehen mit Lehrern, mit Schulleitung, mitzubegleiten, zu Schülern und Schülerinnen zu gehen, zu schauen, wie geht es denen. Also das besonders an der Wessenberg-Schule als Förderschule, da sind die Kolleginnen quasi jeden Tag unterwegs und suchen den Kontakt zu ihren Schülern und Schülerinnen und Eltern. Weil einfach klar ist, es werden Schüler und Schüler abgehängt werden. Ja. Ja, auch das, also ich finde es toll, wie viele Gedanken Sie sich machen und wie breit Sie diesbezüglich aufgestellt sind. Eine Frage poppte mir gerade noch hoch. Also meine anderen Kinder sind in der Budehochschule und auch da kümmern sich die Lehrer sehr intensiv und auch die Schulsozialarbeit machen Angebote und sind präsent. Ich glaube jetzt aber gelesen zu haben, dass wenn Sie jetzt aktuell ein Kind in die Notbetreuung geben müssen
oder möchten, je nachdem, dass sie ein Attest oder eine Bescheinigung vom Arbeitgeber brauchen, dass sie quasi relevant sind und sie arbeiten gehen müssen. Ja. Ist es so? Gibt es da eine Ausnahmemöglichkeit oder wie sehen Sie das? Also im ersten Lockdown, wie gesagt, war das wirklich ganz, ganz streng. In der Zwischenzeit hat man das ein bisschen ausgeweitet. Also diese Kriterien, die sind nicht mehr so straff. Und gleichzeitig haben wir aber an den Schulen die Möglichkeit, Schüler in diese Notgruppe hineinzunehmen, wo wir genau wissen, die werden total abgehängt. Also wir haben diese pädagogische Freiheit zu sagen, jetzt rufen wir dort an und dieser Junge, dieses Mädchen kommt jetzt jeden Tag hier hin und macht hier mit Begleitung die Hausaufgaben und kümmert sich um das Schulische. Also die Möglichkeiten gab es aber auch schon im ersten Lockdown. Also dass Schulleitungen und Lehrer in Klassenkonferenzen gesagt haben, der Schüler, die Schülerin, die gehören hierhin und die brauchen eine besondere Betreuung. Also ja, das ist gut so und das ist wichtig so, weil wenn wir nur die Schüler nehmen, die wirklich systemrelevante Eltern haben, dann haben wir nur eine Handvoll und alle anderen bleiben außen vor. Von daher funktioniert das in Singen wirklich so, dass ein Auge drauf geworfen wird, wo ist der Bedarf, wen sehen wir noch und wie binden wir an. Und gleichzeitig haben wir jetzt in diesem Lockdown auch eine gute Kooperation mit den Jugendhäusern, also mit der offenen Kinder- und Jugendarbeit, die auch ganz spezifische Angebote dann machen. In den Jugendhäusern gilt aber eine andere Corona-Verordnung als zum Beispiel in der Schule. Also die dürfen eine 1-zu-1-Betreuung machen. Aber sie haben gesagt, wir möchten durch unseren sozialpädagogischen Auftrag auch unterstützen und helfen und sind so mit Schulsozialarbeit im engen Austausch und versuchen für die Schüler, die vielleicht keinen Platz mehr in diesen Gruppen haben, ein Angebot zu schaffen. Man muss dazu sagen, also die Notgruppen an den Schulen, da sind ganz viele Schüler da. Also in der Waldeck-Schule zum Beispiel sind über 40 Schüler und Schülerinnen. Am Heger-Gymnasium haben wir 20 Schüler und Schülerinnen. Also wir reden nicht von einer kleinen Gruppe, sondern wir reden wirklich von einer größeren Gruppe, wo man weiß, die sollten an der Schule sein. Mhm. Schön, dass Sie diese Möglichkeit bieten. Da kann ich mich ja gerne noch mal wiederholen. Frau Schons, wir nähern uns auch so langsam dem Ende unseres Gesprächs. Gibt es noch irgendetwas, wo Sie sagen, das liegt Ihnen besonders am Herzen? Das kann ein Projekt sein, das kann eine Situation sein, wo Sie sagen, da würde ich gerne den Fokus drauf legen oder was Sie persönlich besonders bewegt? Also was mich persönlich besonders bewegt ist, ich wollte das eigentlich schon angehen, als das Schuljahr angefangen hat. Und zwar haben wir jetzt am Heger-Gymnasium viele Schüler, also fast in jeder fünften Klasse haben wir 1, 2 Schüler und Schülerinnen, die mit der ersten Flüchtlingswelle, also 2015, hier nach Deutschland gekommen sind und jetzt am Heger-Gymnasium als Schüler und Schülerinnen sind. Und da ist mir so ein ganz persönliches Anliegen, aber auch ein inhaltlich-fachliches Anliegen, wie kann man diese Gruppe der Schüler und Schülerinnen stützen? Und hab so auch einen Blick auf die Mädels. Was brauchen die Mädels, die hier in Deutschland zur Schule gehen und aus einem ganz anderen Kulturkreis kommen, die fleißig sind, die ehrgeizig sind, die was erreichen wollen? Wie können wir die stützen und unterstützen? Also da hätte ich eine Riesenfreude auch und ganz viel Motivation, da was auf die Beine zu stellen. Und ich hoffe, also ich wünsche mir, dass es sich bald ändert, dass wir bald ganz normal in die Schule gehen können, mit Schülern arbeiten können und dass sich solche Themen auch gemeinsam mit meinem Team am Heger-Gymnasium gut angehen kann und dann, ja, was bewegen kann. Also das ist so was für mich gerade ganz präsent ist. Was mache ich mit diesen Schülerinnen, mit diesen Schülern, die kommen, die wollen und die einfach eine ganz große Unterstützung auch brauchen. Auch eine soziale Unterstützung, nicht nur schulisch. Eine soziale Unterstützung brauchen, genau, um das nochmal zu unterschreiben. Also das geht ja für beide Seiten. Ne? Das eine, den Kindern, die schon länger da sind, die Möglichkeit zu geben, andere Kulturen kennenzulernen und dadurch Nähe aufbauen zu können. Und auf der anderen Seite den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen, sich zu integrieren,
zu sprechen, zu spielen, was auch immer zu machen. Und um da nochmal zu verdeutlichen, wie wichtig der soziale Kontakt ist, weil das wird übers Internet, also so schön wie es natürlich ist, dass es das inzwischen gibt, ja, besser als nichts, aber das wird nicht zu ersetzen sein. Ja. Frau Schons, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch und hoffe, dass wir uns, wenn es die Zeiten zulassen, auch mal wieder persönlich gegenübertreten können. Ja, vielen Dank, Herr Bottke, dass ich über meine Arbeit reden durfte. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Sehr gerne. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.